Hallo meine lieben Freunde und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FIFA 15 Ultimate Team. Ach, herrje. Ach, herrje, oje. Nächste Niederlage. Ich darf mich nicht aufregen, Ich gehe von einer Niederlage von Haus aus. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz tief ein. Ich habe nichts an der Aufstellung geändert. Och, warum hoch? Ich drücke schön flach reinspielen, bitte. Ah, nein. Ah, da hat es kurz geleckt und da war ich total verwirrt, ob ich noch überhaupt mit Reus rumkomme oder nicht. Wir hatten lang kein Tor nach Ecke mehr. Wow, da geht er echt in den Zweikampf statt zu schießen. Oh, der war ein bisschen zu hoch angesetzt. A little bit. Komm. Komm. Oh. Mann. Mist. Oh Gott. Ach hey, was mache ich mit Piszczek? Er mag es wohl nicht, wenn Philipp Lahm auf dem Platz steht. Komm. Das ist natürlich kein Foul. Nur kein Halten, was es sonst immer Elfmeter gibt. Oh. Nein. Mann. Ecke, Ecke, Abschluss, Abschluss, Abschluss. Warum ich Ecke sage, weiß ich auch nicht. Hui. Ich finde schön, dass Gary Cahill schneller ist als als Aubameyang. Nette Tatsache. Och. Komm, Müller. Ach, Menno. Mann. Wird man so schön aus dem Tritt gebracht. So schön vor allem. So furchtbar aus dem Tritt gebracht, dass man da nichts mehr machen kann. Das gibt's nicht. Der geht aber rein. Wow. Ich wollte schon sagen, Lewandowski, was machst du da? Ja, schießt noch das Tor. Gott sei Dank, ey. Da. Warum nicht die... Da. Ähm.
würde schon sagen, jetzt bestimmt Elfmeter. Vor allem, sie hatten schon zweimal den Ball, aber es hat das Spiel nicht interessiert. Ich drücke X, er nimmt den Ball erst an. Warum? Warum FIFA? Lass ihn doch einfach direkt spielen, dann passiert da... Das... Warum nicht direkt? Warum nimmt das Spiel erst den Ball an? Warum? Ich werde das bis heute nicht verstehen. Warum das Spiel den nicht direkt reinsemmelt, sondern erstmal den Spieler den Ball in jeglicher Ruhe annehmen lässt. Ach, Mann. Da war Abseits. Ach, Mann. Das könnte jetzt hier schon 2-0 stehen. Nein. Ich hätte mit Lewandowski direkt schießen sollen, statt versuchen, auf Reus zu legen. Zählt. Es zählt. Ich hätte jetzt... Ich habe gerade auf den Abseitspfiff gewartet. Tor ist Tor. Okay, den kriege ich sogar noch. Den kriege ich sogar noch. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Platzverweis wäre jetzt sehr unnötig in der Situation. Sowas von unnötig. Hui. Nein. Warum will er den tunneln? Ich bin, glaube ich, zu weit reingeraten, aber trotzdem. Das wäre Abseits gewesen, habe ich das Gefühl. Das wäre auch Abseits gewesen. Meiner. Nein! Was machst du da? Jetzt aber auch nicht. Alter. Im Nachsetzen halt. Ich hatte gehofft, dass Lewandowski in Position läuft, aber nein. Er hat sich irgendwie dezent geweigert dafür. Halbzeit. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt so gut spiele gegen so eine Mannschaft. Das ist FIFA. Gegen die starken Teams spiele ich eigentlich gut, aber wenn so bei irgendwelche Mannschaften kommen, wo ich denke, wie sind die zusammengestellt, da habe ich die größten Probleme. Hm. Das war ein Thomas Müller-Tor. Am Boden liegen, den Ball behalten und treffen. Thomas Müller. Wie er lebt und lebt. Halleluja. Ich gebe noch den Freistoß. Sehr schön. Ja, kann man ja machen. Da kommt er jetzt lahm.
Ach, wieso mit der Hacke 1, 2, 3? Komm. Oh, oh. Nochmal Glück gehabt da hinten. Und raus damit. Lewandowski, komm. Nein, wieder nicht das Kopfballduell. Ach, schade. Das kann ich auch beruhigter die Partie angehen. Es steht nur 4-0. Vor allem die Aussage nur. Na schade. Meins. Na schade. Meins. Nein. Du kommst nicht auf mein Tor. Du darfst nicht auf mein Tor schießen. Heute ist Torschussverbot, weil er hat ja schon einmal eben aufs Tor geschossen. Das war beigespielt. So. Oh, Alter. Warum? Warum das kein Foul ist, verstehe ich nicht. Ach, schade. Nein, du kommst nicht durch. Boah. Mann, was da in der Mitte los ist. Wie ist denn der Alaba zur Hölle geflogen? Ganz ehrlich. Ein bisschen übertrieben hat das da. Er hätte ruhig noch hinterlaufen können. Er hat ihn kaum getroffen. Jäger. Everton, oder? Wo schieße ich denn heute hin? Eigentlich habe ich gerade was ganz Dreistes vor. Oh, Alter. Ich treffe das Aluminium. Zu weit. Verdammt. Ich habe in der gestrigen Folge Online-Saisons einen Elfmeter verballert. Jetzt verschieße ich schon wieder einen. Aber wir werden in die andere Ecke gehüpft. Ja, pass den ruhig an. Hahaha. Das hat funktioniert. Hahaha. Ich bin überrascht, haha. Och, Alter, da war er dran. Ich wollte ihn reindrehen von da. Ja, er war dran, leider. Ach, schade. Ein Eckballtor fehlt noch. Sagt er und hat eine Torchance. Nein, er schießt vorbei. Och, Menno. Was ist denn da hinten los? Ich weiß es gar nicht mehr. Du, 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 du,
Du, du, du. Ich hätte mir die Partie eigentlich schlimmer vorgestellt, bin ich ganz ehrlich. Ich hätte sie nicht so erwartet stark gespielt von mir gedacht. Okay, er kommt noch zum Ehrentreffer. Verdammt. Wer war's denn? Casola? Die Maria. Ach so. Du schießt jetzt aber keine drei Tore mehr, Junge. Dazu reicht die Zeit definitiv nicht mehr. Warum mit der Hacke? Abseits, oder? Gott sei Dank. Ich drücke so früh diese Tastenkombi, aber er läuft erstmal nochmal 5 Meter weiter. Das ist unfassbar. Heute sind die Torhüter zu gut drauf. Alter, die einfachen Dinger klappen heute nicht. Yay! Sieg! Hip hip! Hurra! Hip hip! Hurra! Hip hip! Hurra! Guck den Lahm, wie grimmig vor allem. Lewandowski, Aubameyang, Aubameyang, Müller. Kann ich es in den Systemspielen, weil die viel zu weit hinten sind? Es wirkt fast so. Ja, die ersten 3 Punkte. Aber das war's mit dieser Folge FIFA 15 Ultimate Team. Es kommen noch 2 weitere Folgen, dann ist Schluss. Dann gibt es irgendwas anderes auf dem Kanal. Dann muss ich mir noch ein Spiel aussuchen, was ich täglich bringen möchte. Was mir auch Spaß macht, was mir nicht die Motivation sofort streicht. Schau ich mal. Später, einen Monat müssen wir nur aushalten oder anderthalb. Bis zum 24. September müssen wir uns recht halten. Dann kommt ja FIFA 16. Yippie. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.